Der sicherste Weg zum neuen Fahrzeug ist eigentlich, dass der Händler oder der Verkäufer dem Käufer ganz transparent die Warenbeschaffenheit dokumentiert. Das kann eine Prüforganisation gewesen sein, das kann der Händler selber gewesen sein. Wenn man dem nicht vertraut, dann muss man eben die Person seines Vertrauens mitnehmen. Aber für mich ist es die einzige Grundlage, von einer neutralen Instanz zwischen Käufer und Verkäufer ein Dokument erstellen zu lassen, wo die Warenbeschaffenheit daraus hervorgeht. Ganz wichtig zum sicheren Kauf: einmal die Fahrzeugidentifikation, stimmen die Papiere mit der Fahrgestellnummer überein? Stimmt der Kilometerstand? Sind irgendwelche Umbauten an dem Fahrzeug dran, die nicht serienmäßig sind? Halterzahl: wie viele Halter hat womöglich das Fahrzeug gehabt? Schauen Sie sich das Auto auf Beschädigungen im Innenraum und im Außenbereich an. Machen Sie eine ausgiebige Probefahrt und lassen Sie sich alles dokumentieren in einem Kaufvertrag. Autokäufer sollten das Vier-Augen-Prinzip beachten. Also nicht alleine zum Autokauf gehen. Und wenn Sie alleine gehen müssen, dann im Rahmen einer Probefahrt von einem Experten, Prüforganisation, wie zum Beispiel DEKRA, das Fahrzeug vorführen und überprüfen lassen. Käufer müssen beachten, dass die Fahrzeugelektronik immer weiter zunimmt. Das heißt, es gibt immer mehr Steuergeräte, die was zu sagen haben im Fahrzeug. Und deswegen ist es notwendig, diese Komponenten auch überprüfen zu können. Und das ist nur mit einer Diagnose möglich. Das DEKRA-Siegel ist kein Produkt, sondern das DEKRA-Siegel ist eine Auszeichnung. Also wir lesen die Seele des Fahrzeuges aus und überprüfen, ob alle Komponenten einwandfrei funktionieren.